Geht sowieso nicht, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie die Regierung sich das vorstellt, ich weiß auch nicht, wie der Bundeskanzler sich das vorstellt. Wir haben jetzt das dritte Jahr sozusagen schon von Stagnation. Im Jahr vorher war ja nicht viel. Davor war Corona-Katastrophe. Und wir haben jetzt 4, 5 Jahre hintereinander, wo gar nichts läuft, wo wir uns so durchwursteln. Das ist einfach nicht ausreichend. Das ist nicht ausreichend, um über die Runden zu kommen und in einer vernünftigen Position zu bleiben für ganz Europa, ne? Und was wir überhaupt immer nicht bedenken, sind die Osteuropäer, die dabei noch völlig hinten runterfallen. Das ist noch viel schlimmer. Aber das gibt es bei denen gar nicht. Jetzt machen wir 0,2%, dann sind sie alle happy und sagen, na ja, wird schon wieder aufwärts gehen. Das funktioniert so nicht. Aber ist es nicht einfach so, dass es uns gefühlt noch gut geht? Also, man hat immer diese ganzen Drohgebärde natürlich im Kopf und wir wissen das alle, aber so gefühlt auf der Straße geht es allen doch irgendwie immer noch gleich gut wie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Naja, Zumindest klar, so überwiegend. schnell, ja, wir sind ja auch nicht so massiv abgefallen, aber es gibt trotzdem relativ große Armut in einem reichen Land in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit steigt auch. Wir haben jetzt 150.000 oder was Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Wir haben in ganz Europa immer noch eine Arbeitslosigkeit von über 6%, was historisch gesehen irre hoch ist, gerade in Ländern wie Frankreich und Italien. Also es ist nur die Gefahr, ist ja eben bei einer solchen Situation, dass man auch schnell abstürzt. Man kann auch vollständig abstürzen. Es muss jetzt nur ein kleiner Schock kommen, nochmal von irgendwo, und wir stürzen vollständig ab. Und das ist die große Gefahr. Aber dafür wollen wir jetzt doch wieder sparen, wo wir bei der schwäbischen Hausfrau sind. Ja, das ist verrückt, dass die schwäbische Hausfrau kann versuchen zu sparen, aber der Staat kann es eben nicht. Wenn der Staat jetzt spart, wird die Rezession tiefer, ne? Wir wissen jetzt schon quasi, dass das erste Quartal ist auch verloren. Das erste Quartal ist auch schon wieder weg. Das ist wahrscheinlich negativ nach allen Indikatoren, die wir haben. Warum soll sich etwas bessern? Ne? Diese einfache Frage müsste ich Habeck jeden Morgen beim Frühstück stellen. Warum soll sich etwas bessern? Weil ich da ein bisschen rumfummle an irgendwo, bessert sich überhaupt nichts. Das Tollste ist Bürokratie. Ne? Das habe ich auch immer. Ich habe dann irre Déjà-vu-Erlebnisse. Nicht seit 40 Jahren, sondern seit 50 Jahren machen die Bürokratieabbau. Schon in den 70er Jahren. Bürokratieabbau ist die Rettung des Landes. Immer. Es ist völliger Unsinn. Es rettet überhaupt nichts. Und also das sind die Scheinbilder, mit denen wir uns so beruhigen. Und das muss in die Hose gehen. Und am Ende wird diese Regierung erstmal platzen und dann nur, es kommt nichts Besseres, weiß ja nicht, was kommt. Dann, wenn die CDU die Mehrheit hat, die braucht die SPD und die Grünen zum Regieren, meine, dann da ändert sich überhaupt nichts. Das bleibt ganz genauso. Also Ich hab's mir hier auch extra aufgeschrieben, weil das natürlich so die gefühlte Diskussion der vergangenen Monate dreht sich natürlich vor allem um dieses ganze Thema Bürokratie. Und auch Habeck hat bei seinem Jahresbericht auch wieder gesagt, hier das große Investitionshemmnis sei die Bürokratie, die für die Unternehmen zur Qual geworden ist. Jetzt glaube ich nicht, dass in den letzten 2 Jahren die Bürokratie massiv zugenommen hat und in allen anderen größeren. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also so viel, wie immer über Bürokratie gemeckert wird, das ist nicht die Erklärung für die aktuelle konjunkturelle Krise. Die Erklärung dafür ist vor allem die Energieexplosion, die damit verbundene Senkung der Realeinkommen und die Abwanderung unserer Industrie. Also wenn das inländische Einkommen senkst und damit den Konsum verminderst und dann noch einen Teil der Industrie verscheuchst, also natürlich schrumpft dann die Wirtschaft. Und dazu kommen noch verschärfende Faktoren wie die erhöhten Zinsen, die dann die Baubranche kollabieren lassen und so weiter und so fort. Ich meine, die Wirtschaft läuft eh schon schlecht und dann tun Regierung und Zentralbank alles dafür, da noch weiter mit dem Hammer drauf einzuschlagen. Aber das hat alles nichts mit der Bürokratie zu tun. Also es ist auch lustig, im Bausektor kommt das auch immer als wichtigster Faktor. Ja, die Bürokratie im Bausektor, die hat so zugenommen und deswegen bricht er so ein. Völliger Unsinn. Also die Bürokratie, nimmt seit Jahrzehnten zu. Trotzdem hat der Wohnungsbau von der Finanzkrise bis heute deutlich zugenommen. Von unter 20.000 Neuanträgen auf Wohnungen waren es über Jahre hinweg konstant über 30.000 jeden Monat. Über 30.000 Neuanträge jeden Monat. Mittlerweile sind es wieder unter 20.000. Warum? Ja, weil die EZB ihre Zinsen in den letzten 1,5 Jahren so stark erhöht hat. Also das liegt nicht daran, dass die Bürokratie in den letzten 1,5 Jahren plötzlich explodiert ist. Also die Bürokratie ist schon vorher mal mehr geworden, sondern die Zinsen sind gestiegen. Das ist die relevante zeitliche Koinzidenz, die wir da haben. Also bezüglich Bürokratie, wie gesagt, mag ein Faktor sein, aber es ist nicht der relevanteste Faktor. Der relevanteste Faktor sind die Refinanzierungskosten. Also das, wie gesagt, schaut euch eine Grafik an, wie hoch sind die Bauzinsen und wie hoch sind die Neuanträge im Wohnungsbau.
Ihr werdet sehr starke zeitliche Koinzidenz zwischen der Explosion der Zinsen, die es im Jahr 2022 gab, und dem Einbruch der Neuanträge auf Wohnungen werdet ihr feststellen. Also da werdet ihr eine sehr, sehr hohe Korrelation feststellen. In anderen Ländern, wenn man mal ein bisschen unterwegs ist, ich meine, sie leben ja auch nicht durchgängig in Deutschland, dann muss ich sagen, naja, jedes große Industrieland hat so einen gewissen Bürokratieapparat, den er mit sich rumschleppt, und auch da ist es nicht einfach, im Formularkrieg zu überleben. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unser alleiniges Hemmnis ist, damit Investitionstätigkeit in Deutschland passiert. Nein, das ist reine Fantasielosigkeit, weil wir alles andere nicht ernsthaft ansprechen wollen, sprechen wir über Bürokratie immer, wie gesagt, seit 50 Jahren. Und niemand hat mehr über Bürokratieabbau gesprochen als der Kohl. Und was ist dabei rausgekommen? Nix. Die Bürokratie ist die Bürokratie. Schauen Sie in die USA. Die USA haben eine irrsinnige Bürokratie. Glauben die Leute immer, das sei das freieste Land der Welt. Das stimmt nicht. Die haben eine irre Bürokratie in den USA. Und überall, auch hier, wo ich lebe, in Frankreich, gibt es überall Bürokratie. Das ist völlig klar. Eine komplexe Gesellschaft, wie wir sind, die braucht leider Bürokratie. Ne? Ohne Bürokratie geht es nicht. Und es wird immer ein bisschen komplexer. Und ob ich jetzt noch hier und da irgendwie wieder ein Action abschneide und ein bisschen verschlanke, das hat am Ende mit der Wirtschaft, mit dem gesamten Dynamik der Wirtschaft überhaupt nichts zu tun. Und dann, wie gesagt, gegen solche irrsinnigen Bremsen wie die hohen Zinsen, ist es lächerlich zu glauben, man kann damit irgendwas reißen, man kann da nichts reichen. Das ist immer die gleiche Naivität, immer der gleiche einfache Glaube an solche Wunderwerke, den die Politiker sich ausdenken, den ihnen auch die Bürokraten einreden. Ne? Die Beamten, die selbst Bürokraten sind, reden das den Politikern ein, du musst jetzt Bürokratie abbauen, dann wird alles gut werden. Aber alles Quatsch. Aber ich komme doch mal drauf zurück. Es schadet doch nicht, wenn man ein attraktiver Investitionsstandort ist, mit, attraktiven Steuern, attraktiven Bildungssystem, attraktiver... Steuern ist sowieso der größte Unsinn. Also, dass du eine gut gebildete Bevölkerung hast, sicher, das spielt eine Rolle, aber wenn ein Unternehmen eine gewinnbringende Investition sieht, dann ist es völlig egal, ob die Investition mit 60% oder mit 30% besteuert wird. Wenn ein Unternehmen da Gewinn machen kann und sei dieser Gewinn noch so gering, dann wird das Unternehmen diese Investition wahrnehmen, da sonst ein anderes Unternehmen, wir haben ja Wettbewerb, da sonst ein anderes Unternehmen diese Investitionsmöglichkeit wahrnehmen wird. Und das ist völlig egal, wie hoch man diese Gewinne jetzt besteuert. Wichtig ist erstmal, dass es profitable Investitionsmöglichkeiten gibt. Die werden dann auch wahrgenommen werden. Ganz egal, wie hoch diese Gewinne dann besteuert werden. Also, wie gesagt, ganz einfacher Gedankengang. Das kann man auch empirisch zeigen. Die Höhe des Unternehmenssteuersatzes hat überhaupt nichts mit der Investitionsquote zu tun. Die Investitionsquote der Unternehmen in Deutschland ist von den 90er Jahren bis in die 2010er Jahre gesunken, während der Unternehmenssteuersatz sich von 60% auf 30% halbiert hat. Also wir haben eine Halbierung des Unternehmenssteuersatzes, extrem starke Senkung, und die Investitionsquote, die steigt nicht, die sinkt. Also alleine dieses Beispiel sollte jedem liberalen Steuersenkungsfanatiker hier doch mal einen kleinen Realitätscheck geben. Aber nein, es werden noch weitere Steuersenkungen gefordert. Denn wenn wir jetzt die Steuern von 30% auf 25% senken, dann werden die Unternehmen anfangen zu investieren. Also ja, viel bescheuerter geht es nicht. Dann hat man noch weniger Geld und dann wird man als nächstes wieder Senkungen der Renten oder Senkungen beim Bürgergeld oder Senkungen bei Investitionen fordern. Also das ist das, was die FDP da wieder machen wird. Und das ist ja das, was in der aktuellen Regierung schon anrichtet. Also stellt euch mal vor, wie viel mehr Steuereinnahmen der deutsche Staat hätte, wenn wir diese Steuersenkung für die Unternehmen damals unter Helmut Kohl nicht umgesetzt hätten und damals unter Gerhard Schröder, sondern wenn die Steuern immer noch so hoch wären, wie sie es Anfang der 90er Jahre waren. Also dann hätten wir heute viel höhere Steuereinnahmen und wahrscheinlich nicht mal weniger Investitionen und könnten uns beispielsweise deutlich höhere Renten leisten.